Willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin hier, euer lieber Odo, und ich habe ein neues Adventure mir, also neu ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe mir ein Adventure gerade runtergeladen von Steam und habe mir gedacht, ich werde ein paar Folgen mit diesem Adventure aufnehmen. Mal schauen, wie gut ich es lösen kann ohne Lösungsweg. Ich bin ja nicht gerade der beste Adventure-Solver. Zu dem Adventure weiß ich genau gar nichts. Ich habe es im Sale gekauft um 2 Euro. The Night of the Rabbit. Ich bin mir nicht sicher, ob der Sale überhaupt noch funktioniert, weil er nur ein Wochenend-Sale war von Daedalic Games. Daedalic ist die Firma, die unter anderem Edna Bricht aus herausgebracht hat. Und die Musik, die ich jetzt gerade vorhin beim Austesten meines Aufnahmeprogramms schon gehört habe, finde ich eigentlich extrem nett. So ein leicht melancholischer Hintergrund. Ich habe genau noch nicht reingeschaut, ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich weiß nur, es nennt sich The Night of the Rabbit, es ist von Daedalic und die Zeichnungen fand ich ausgezeichnet süß, die ich gesehen habe. Jo. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir bei den Einstellungen noch irgendwas ändern. Ich glaube, die Musik lassen wir auf der Lautstärke jetzt. Vielleicht, wenn das Video dann nicht so gut ist, werde ich es hier noch runtergehen und die Hintergrund, wenn man die Sprache, also wenn man die einzelnen Charaktere nicht so gut verstehen, dann werden wir da vielleicht noch was ändern. Aber da ich jetzt noch nicht weiß, wie das ist, habe ich das gelassen. Ich habe das jetzt auf Deutsch eingestellt. Man könnte es auch auf Englisch spielen. Weiß nicht, ich glaube, die ursprüngliche Sprache ist Englisch. Allerdings, nachdem es ein deutsches Studio ist, sollte die deutsche Version auch recht gut sein. Sollte da irgendwie seltsame Sachen drinnen vorkommen in der deutschen Version, dann werden wir vielleicht auf die englische umsteigen. Mich persönlich stört es nicht, das Ganze auf Deutsch oder auf Englisch zu sehen. Wäre vielleicht auch ganz normal interessant, wenn ich ein Spiel auf Englisch aufnehme. Käme mir vielleicht etwas seltsam vor, wenn ich auf Englisch spreche. Ich glaube, mein Englisch ist nicht so schlecht, aber nachdem sich eh keiner anschaut, wäre es vielleicht ein Versuch wert. Aber nicht bei dem Spiel jetzt. Adventures sind, glaube ich, zu komplex. Wir werden das vielleicht irgendwie bei einem anderen Spiel mal ausprobieren. Ja, ich sage neu, das Spiel ist 5 Jahre alt, im Jahr 2013 rausgekommen. Das heißt, es passt zu meiner Einstellung, dass ich Spiele, die 5 Jahre und älter sind. Ich spiele zurzeit gerade auch im Hintergrund Europa Universalis 4. Ich glaube, das fällt auch bald unter diese 5-Jahres-Regel. Vielleicht werde ich auch einmal ein Europa Universalis Spiel aufnehmen. Weiß ich noch nicht, ob ich das tue. Das ist ziemlich langwierig, vor allem wenn ich spiele. Na gut. All das gesagt. Es gibt eine Bonussammlung. Was ist eine Bonussammlung? Ich habe noch keine Erfolge. Ah. Verstehe. Das ist dieses Steam-Erfolgssystem. Es gibt ein Hörbuch. 8 Geschichten aus dem Mäusewald. Von Matthias Kempke. Gelesen von Gunnar Bergmann. Okay. Aber die haben wir noch nicht freigeschalten. Oh. Wenn wir so eine freischalten, dann wird das ein Special, dass wir uns eine Geschichte anhören. Oh, Sticker gibt's auch. Aber ich fürchte, ich habe noch keine. Na gut, dann starten wir das neue Spiel. Wir haben noch keinen Spielstand, schaut. Ich habe noch keinen Spielstand. Das ist ein absolut jungfräuliches Spiel. Ihr seid also genauso verwirrt wie ich, wenn ihr das Spiel jetzt seht. Okay. Schauen wir mal. Ich hoffe, das Intro ist gut.
die Sonne. Und so beginnt es. Die große Stunde meines Schülers. Wäre ich nur dort gewesen, ich hätte alles verhindern können. Okay. Fängt gut an. Das ist ein Baum. Ich bin der Hase. Tatsache. Ah. Wo ist das Ding hin? Da war vorhin noch... Ach Gott. Das hätte ich ganz gerne. Kann man auf Escape drücken? Was passiert dann? Ah. Okay, spielen wir weiter. Also wir haben hier eine merkwürdige Gestalt. Haben wir sonst noch etwas? Mit dem sprechen. Oh, wer bist du? Bist du etwa stumm? Hm? Soll das heißen, du weißt es nicht? Hast du dich verlaufen? Sagen wir mal ja. Weil ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh. Dann suchst du wohl den Anfang deiner Geschichte. Wahrscheinlich. Wenn wir dir einen Anfang finden, weißt du sicher, wie es weitergeht. Du ahnst ja nicht, welch ein Glück du hast, mir über den Weg zu laufen. Mit Geschichten kenne ich mich gut aus. Aber du bist doch hoffentlich nicht gekommen, um eines meiner Abenteuer zu klauen. Nein. Nein. Na gut. Wenn wir deinen Anfang finden wollen, dann müssen wir nach etwas suchen, das sich anfühlt wie ein Es war einmal. Folge mir. Nichts. Wir können wieder mit der merkwürdigen Gestalt sprechen. Und dann sprechen wir nochmal mit ihr. Da bist du ja. Jetzt müssen wir nur noch deinen Anfang finden. Selbst wenn man sich verliert. Anfänge findet man überall. Ich frage mich gerade, was ich mit der sich auf den Weg gekriegt hat, kann seinen Weg finden. Du wirst ihn sofort erkennen. Ach ja. Ein Anfang duftet nach Frühlingsluft und der Hoffnung auf mehr. Ein Anfang ist, du weißt schon, aber Enden sind ganz anders. Verstehst du? Das ist eine gute Frage. Verstehe ich das oder nicht? Nein, ich verstehe es nicht. Hast du mir nicht zugehört? Den Kopf geschüttelt. Naja, ich habe das Gefühl, dass du das viel früher verstehen wirst, als du glaubst. Okay. Hast du eben etwas gehört? Ja. Der Nebel muss meiner Fantasie einen Streich gespielt haben. Es ist kalt geworden, findest du nicht? Ja. Folge mir. Mir ist tatsächlich kalt. Okay, kommen wir wieder rüber. Oh, auf diese Art und Weise. Sprechen wir nochmal mit ihm. Da ist dein Anfang. Echt? Du hast wirklich Glück, dass ich über dich gestolpert bin.
Alleine hättest du deinen Anfang bestimmt nicht gefunden. Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Naja, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Es sei denn, der Nebel wird noch dichter. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Sind das einzelne Geschichten, die da... verstehe. Da sind einzelne Geschichten rein und da sind lauter Wege dazu. Seltsamer Typ. Er erinnert mich an eine Figur aus einer meiner alten Geschichten. Hoffentlich verläuft er sich nicht. Nicht mal ich könnte sagen, wo er landet, wenn er hier verloren geht. Oder wann. Also, dann wollen wir seinem Anfang etwas auf die Sprünge helfen. Oh, dieser Anfang reimt sich. Den muss ich mir sofort notieren. Okay. An einem Ort fast dort, wo du jetzt gerade bist. Wo die Sommersonne abends sanft die Felder küsst, ist's für Jerry Haselnuss Zeit, ins Bett zu gehen. Um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch allein. Mama, ein Zauberer will ich sein. Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun. Bald, mein Schatz, doch jetzt musst du ruhen. Und wie Mütter das tun, so flüstert sie sanft. Gute Nacht. Bald schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Und bald schon, ja bald, denn der Morgen ist nah. Dann wird Jerrys größter Traum endlich wahr. Okay. Ich würde sagen, das war das Intro. Oh, gute Musik. Klingt gut. Ist der Junge der Hase? Jerry! Jerry! Ich würde mal sagen, wir sind der Junge. Ja? Ja? Aufstehen, du Schlafmütze! Oh, oh nein, die Schule! Ich komme noch zu spät. Schau doch, wie schön die Sonne draußen scheint! Du willst doch nicht deine ganzen Sommerferien verschlafen? Sommerferien? Die Schule geht übermorgen wieder los, Jerry Schatz. Vergiss nicht, deine Schulsachen zu packen. Ach, in 2 Tagen geht die Schule wieder los? Noch 2 Tage Abenteuer. Ausgezeichnet. Jeden Morgen beginnt Frühsport. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Okay. Oh, was ist denn das für ein Sender? Hier läuft doch sonst immer nur Popmusik rauf und runter. Die Krähen haben es gestern wohl übertrieben, denn keine einzige lässt sich heute am Himmel blicken. Ein schöner Tag. Krähen? Aber bloß nicht ausruhen und einrosten, sonst macht man es ihnen morgen umso einfacher. Machen Sie einfach mit. Wenn Sie keine Lust auf unser Programm haben, dann starten Sie einfach so in den Tag. Stellen Sie sich ein kleines Kreuzchen vor, das in der Luft schwebt. Da können Sie dann draufklicken und jederzeit aussteigen. Was? Wow, oh. Wenn er das so beschreibt, sehe ich das direkt vor mir in der Luft schweben. Aber warum aussteigen? Ja. Denken Sie, dass Sie schon alles wissen? Ha, Schlauberger. Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Na, wir werden es versuchen. Radio. Brav. Fein gemacht. Kinderspiel. Und so können Sie alles angehen. Ansehen, sprechen, benutzen, herumlaufen. Einfach nur anklicken. Ein Klick. Alles ein Klick.
Aha, ja, ja. Ist das hier eine Verkaufsveranstaltung oder was? Probieren Sie es gleich nochmal. Diesmal sprechen Sie das Radio an. Ja, da, wo die Stimme herkommt. Ansprechen? Das Radio? Und wieder. Einfach nur anklicken. Okay. Hey, hallo? Ich kann meine Mutter grüßen. Ich spreche doch nicht mit einem Radio. Das wäre ja auch ein sehr einseitiges Gespräch. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Hey, aber wie? Ein Klick, alles ein Klick. Na, merken Sie, wie sich die Muskeln und Fasern in der Streckung dehnen, wenn Sie etwas anklicken? Tut das nicht gut? Oh, er hat recht. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Sie denken sich sicher, ich sollte häufiger Frühsport machen. Auweia, er ist gut. Und wissen Sie was? Was? Das können Sie. Mit unserer Sendung Fit und Froh im Winter. Und weiter geht's. Einige Dinge kann man angucken und einsammeln. Das ist gut für den Rücken. Immer schön angucken und einsammeln. Also, suchen Sie sich einen Gegenstand zum Angucken. Ich hoffe, ich darf die Erdbeeren mitnehmen. Wie wär's mit dem Korb da auf der Fensterbank? Sie haben schon etwas zum Einsammeln gefunden? Na dann los. Gut so. Das ist gut für den Rücken. Sie tragen den Korb nun bei sich. Wir öffnen das Inventar, indem wir das Mausrad nach unten drehen. Oder die I-Taste drücken. Mann, okay. Oh Mann. Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Ja, das versuchen wir doch gerade. Tut das hey, nicht gut? Es geht wirklich nach unten. Hier können Sie mehr sammeln, drehen. Als Sie glauben. Gegenstände herumtragen ist gesund. Außerdem okay. Kann man sie ansehen. Benutzen Sie dazu im Inventar Ihre rechte Maustaste. Ah, das sind zwei Sachen. Nehmen und anschauen. Hübscher Kopf. Hey, das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut. Mhm. Wir sind einfach Naturstudenten. Klappt gut, nicht wahr? Absolut. Und jetzt probieren wir die linke Maustaste. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Klicken Sie mit links auf den Kopf. Ups, der Griff ist abgefallen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Normalerweise nehmen wir mit links Gegenstände im Inventar auf. Aber ärgern Sie sich nicht. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Den Korb kriegen Sie bestimmt im Nu wieder repariert. Bestimmt. Okay. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. So können Sie den Gegenstand mit anderen Gegenständen in Ihrem Inventar benutzen. Benutzen Sie einen der Gegenstände mit einem anderen. Das bringt auch den Kreislauf in Schwung. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Ich will mir anschauen. Kriegen Sie bestimmt im Nu wieder repariert. Ja, ja. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände. Ja, so ja, können Sie ja. Na, das war doch gar nicht so schwer. Stimmt, das war ziemlich leicht. Und? Merken Sie, wie sich Ihr Puls beruhigt? Das ist ein gutes Gefühl, wenn man Dinge, die man kaputt gemacht hat, wieder reparieren kann. Oder? Stimmt. Und jetzt zum nächsten Schritt. Sie können Gegenstände auch mit Ihrer Umwelt benutzen. Klicken Sie mit links auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Oder die I-Taste drücken. Oder das Mausrad nach oben drehen. Okay. Mausrad nach oben. Sehr gut. Zeigen Sie den Korb doch einfach einem geliebten Familienmitglied. Okay. Wem soll ich den Korb zeigen? Dem Fahrer. Ich glaube, Ihre Mutter hängt auf der Wiese vor dem Haus gerade Wäsche auf. Auweia, der ist gut. Man könnte meinen, der spricht direkt mit mir. Benutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter, indem Sie den Korb zu Ihrer Mutter führen und mit der linken Maustaste mit dem Korb auf sie klicken. Okay, wir versuchen das doch gerade mal. Jerrys Mutter. Oh, Jerry, du hast den Korb. Ja, und der ist auch ganz heil geblieben. Das ist sehr gut. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Natürlich. Etwa für Brombeerkuchen? Ja, Jerry Schatz. Au, Backe. Einmal Brombeeren sammeln. Check. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihr Fitnessprogramm für heute absolviert. Okay. Denken Sie daran. Ein Wadenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer wilden Krähe fliehen. Hä? Wovon spricht der denn? Bleiben Sie fit, bleiben Sie froh.
Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit... Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen. Da haben wir ein Tagebuch. Cherry winkt ein leckeres Stück Kuchen, aber dazu braucht Cherrys Mutter einen Korb voll Brombeeren. Nur noch 2 Tage Sommerferien. Blablabla. Na, okay. Ah, weiterspielen. So. Hey, das können wir anschauen. Lea, ich glaube, Mama hat die Post vorhin schon mit reingenommen. Erdbeeren. Oh, süß und saftig. Saftig und süß. Jerry! Ja, Mama, schon gut. Ich esse nicht alle auf. Was? Jerry, du sollst nur nicht vergessen, deine Schulsachen zu packen. Ja, mach ich morgen. Schule. Gut, das sind Karotten. Ich steck mir eine Karotte für später ein. Soll ja gut für die Augen sein. Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen. Okay. Finde ich gut. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Okay. Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Okay. Seit ich Juniormitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Okay, wir können die Tür anschauen. Eine trockene Regentonne. Gut getarntes Geheimversteck, das klingt gut. Keine plündernde Nachbarskinder in Sicht und auch keine Spur vom Gremlin-Wolf. Wie immer, die Luft ist rein. Mein Geheimversteck. Nicht auszudenken, welchen Schaden meine legendären magischen Werkzeuge in den Händen eines weniger genialen Zauberers anrichten könnten. Oh. Die ganze Welt wäre in Gefahr. Was haben wir denn da? Streichhölzer, Knaller und meine Goldmünze. Das Abenteuer kann beginnen. Oh, das machen wir besser wieder zu. Man weiß ja nie. Nachher nimmt der Gremlin-Wolf noch meine Witterung auf. Okay. Wir haben Streichhölzer. Nur noch ein Streichholz übrig. Ist es nicht viel. Meine Glücksmünze. Mit der habe ich immer Zaubertricks geübt. Okay. Knallen wird der bestimmt nicht mehr. Da kommt schon das Schwarzpulver raus. Sieht lecker aus. Aber um wirklich lecker zu sein, müssen sie nach Marzipan schmecken. Mama braucht Brombeeren für ihren Kuchen. Okay. Worauf warte ich eigentlich noch? Auf ins Abenteuer. Gute Frage. Wo sind Brombeeren? Na, da hinten geht's weiter. Johannisbeeren, schau dir das an. Was wir alles finden. Oh, die sehen echt lecker aus. Sind die sauer? Okay. Warum falle ich immer wieder auf Johannisbeeren rein? Das muss an der knallroten Farbe liegen. Mit diesen Dings da auch rausnehmen. Nein. Die Regentonne schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Knochentrocken. Es hat schon seit Wochen nicht mehr geregnet. Was für Mario Kart gibt es einen Knochentrocken. Okay. Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Dogs. Zeitreisende auf 4 Pfoten. Ja, das Radio kann man auch mitnehmen. Nein. Auf Wunsch vieler unserer Zuhörer wiederholen wir unser Programm fit und froh in den Tag. Echt jetzt? Oh.
Ich bin zu alt für diese Fitnessprogramme. Als Vorbereitung für unsere Übungen stellen Sie bitte Flechtwaren auf eine nahegelegene Fensterbank. Oh, zum Glück habe ich den Korb noch dabei. So, wie neu. Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Okay, ich glaube, wir lassen das. Dafür haben wir das. Natürlich können Sie auch ohne unser Programm fit und froh in den Tag starten. Schalten Sie gerne wieder ein. Klicken Sie einfach auf Ihr Radio. Und denken Sie daran, ein Wadenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer wilden Krähe fliehen. Hä? Wovon spricht der denn? Eine gute Frage. Bleiben Sie froh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit. Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen. Na gut, wir nehmen den Korb wieder mit. Der könnte noch nützlich werden. Oh, Jerry, du hast den Korb. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Etwa für Brombeeren? Ja, Jerry, Schatz. Au, Backe. Einmal Brombeeren sammeln. Check. Mama? Ja? Was sollte ich für dich sammeln? Oh Gott, der ist dämlich. Heidelbeeren? Oder wie? Brombeeren, Jerry, Brombeeren. Nimm den Korb auf der Fensterbank mit. Die Beeren nicht einfach in die Hosentasche stecken. Nein. Danke. Und da sagt mal einer, mit 12 kann man nicht mehr dazulernen. Okay, hey, da ist noch eine verwitterte Statue. Wir nennen den alten Stein hier den Zwerg. Mama sagt, er hat schon lange vor uns hier gewohnt. Pass weiter gut auf uns auf, alter Zwerg. Was haben wir jetzt genommen? Einmal nichts. Was ist das? Das Tagebuch? Speichern? Hauptmenü. Okay, na gut. Hier geht's weiter. Geht's hier auch weiter? Nein, hier geht's weiter. Ins Fragezeichen. Lasst uns weitergehen. Ich habe sicher irgendetwas versäumt. Aber Edna bricht aus, konnte man Sachen, die man vielleicht sehen konnte, irgendwie sichtbar machen. Aber hier offensichtlich nicht mit Space. Nur eine Cola-Dose. Wer wirft denn hier einfach seinen Müll in die Natur? Nicht arg. Unglaublich. Ja, das finde ich auch. Wer wirft denn hier einfach seinen Müll in die Natur? Unglaublich. Laternenpfahl. Wie oft ich mir hier schon einen Splitter gezogen habe. Da geht's nach Hause. Mama sagt immer, ich soll aufpassen, dass ich im Wald nicht verloren gehe. Dann sage ich immer, hey, ich bin schon 12 und den Wald kenne ich wie meine besten Tasche. Aber zugegeben, abends ist es da drin echt gruselig. Mhm, da geht's weiter. Kleine Du hast es dir aber bequem gemacht, Faulpelz. Wir haben da ein paar Statuen, also offensichtlich. Früher soll es hier wichtige Wanderwege in die Ferne gegeben haben. Das war lange, bevor es Autos gegeben hat, sagt Mama. Okay. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause und in den Wald zum alten Pfadbaum. Offensichtlich gibt es hier noch keine Brombeeren. Eicheln. Die Eulenmauer. Die führt bis zum großen Baum im Wald. Komm auch rauf. Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau aus heute. Als ich jung war, gab es hier nur Felder, soweit man sehen konnte. Nee, aber im Ernst. Seit sie den Supermarkt neben der Schule gebaut haben, sieht es da unten noch trauriger aus. Schule. Nur noch 2 Tage Sommerferien. Dann sitzen wir wieder da unten. Das ist traurig. Naja, noch 2 Tage Abenteuer. Manchmal finde ich, die Statue sieht verfressen aus und manchmal ausgehungert. Woran das wohl liegen mag?
eine Hasenstatue. Sie sieht so zufrieden aus. Die Eulenmauer. Können wir da raufgehen? Die Eulenmauer. Offensichtlich nicht. Kommen wir irgendwie an die... Nee, das ist auch kein guter Platz für die Dose. Nicht? Nee, das ist auch kein guter Platz für die Dose. Ich fürchte die Dose. Aber vielleicht... Nein, das muss nicht in den Korb. Nicht? Na, dann gehen wir mal weiter. Wie ruhig es hier ist. Ich glaube, ich werde hier jetzt mal Schluss machen. Oh Gott, dieses Bild schauen wir uns nicht mehr in dieser Folge an. Ich glaube, ich werde speichern. Funktioniert das? Boah, bin ich gut. Und... Ich werde euch... Schwerer, runder Stein. Und ich werde euch dann... Ein flacher Stein. Oh, Pilze. Viel Spaß wünschen. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, ob das dann... so lustig weitergeht. Da ist noch eine Statue. Ist hier lustig. Ich habe ja ziemlich viel Statuen. Boah, ich bin hier so hundemüde jetzt. Na gut, einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.